Jetzt ist es doch passiert. Die MV-Werften werden an allen Standorten im Bundesland Mitarbeiter entlassen müssen. Der angekündigte Arbeitsplatzabbau bei den MV-Werften ist nach Angaben der Geschäftsführung unumgänglich, um den Schiffbau mit staatlicher Hilfe über die Corona-Krise hinweg retten zu können. Am Dienstagabend waren die Beschäftigten der Werften in Wismar, Rostock und Stralsund in einer Videobotschaft über diese Pläne informiert worden. Dem Vernehmen nach stehen 1.200 von insgesamt 3.100 Arbeitsplätzen zur Disposition, also rund jeder Dritte. In Kürze sollen Verhandlungen über einen sozialverträglichen Stellenabbau, einen Interessenausgleich für Betroffene und die Bildung einer Transfergesellschaft aufgenommen werden. Am Mittwoch hieß es dazu in einer Mitteilung auf der Homepage des Werftenverbundes: Die Voraussetzung für die Gewährung von Kreditmitteln des Bundes ist die Anpassung der Personalstärke an die Auftragslage. Zitat Ende. Werftchef Peter Vetten betont, dass es das gemeinsame Bestreben von Bund, Land, IG Metall, Betriebsräten und Geschäftsleitung sei, die aktuellen Projekte erfolgreich fortzuführen und parallel die Finanzierungsbedingungen für neue Aufträge zu regeln. Wir haben uns bei Vertretern aus der Kommunalpolitik umgehört, um zu erfahren, wie sie zu dem geplanten Stellenabbau bei den MV-Werften stehen und welche Erwartungen sie an die Unternehmensgruppe haben. Zunächst richten sich Erwartungen an den Konzern, dann an Genting, nämlich hier doch sehr deutlich zu machen, dass man zu den Werftstandorten in Mecklenburg-Vorpommern auch in schwierigen Zeiten steht. Und auch beabsichtigt, diese Werftstandorte, diese Werften hier weiter zu betreiben. Wie es weitergeht, das liegt zum großen Teil auch an Gutachten, die jetzt kommen sollten, die schon lange kommen sollten. Darauf warten wir auch in der Bürgerschaft, aber auch im Landtag. Unsere Vermutung ist tatsächlich die, dass man sich Zeit erkaufen wollte, politisch, dass das ganze Dilemma nicht vor der Landtagswahl und vor der Bundestagswahl losgeht. Nun haben wir die Situation, dass Stellen abgebaut werden müssen, offensichtlich. Das ist etwas, wo man jetzt mit Besserwisserei einfach nicht weiterkommt, sondern es sind Schicksale auch von Familien damit verknüpft. Das muss man sehr ernst nehmen. Da müssen wir uns auch genau überlegen, wie man das auffängt, sozialverträglich. Wir bedauern den Verlust jeden einzelnen Arbeitsplatzes und die damit verbundenen Einzelschicksale. Klar ist aber auch, dass die Werft zu Wismar gehört. Das ist quasi gehört mit zu unserer DNA. Und deshalb fordern wir halt von der Werft mehr Transparenz über die aktuelle Situation. Ich wünsche mir natürlich, dass die Werft ein Konzept findet, einen Weg findet, um aus dieser Krise so herauszukommen, dass niemand seinen Arbeitsplatz verlieren muss. Aber das ist eben nur ein Wunsch. Und ob dieses Wunschdenken jemals Realität wird, ich glaube, die Wismarer kennen die Situation der Werft über einen sehr langen Zeitraum und leben mit den Höhen und Tiefen. Und im Moment scheinen wir wieder an einem Tiefpunkt angekommen zu sein. Wir als AfD-Fraktion sehen das insgesamt sehr, sehr problematisch. Es ist allen Steuerzahlern auf Dauer nicht zuzumuten. Weitere Rettungspakete, wir brauchen keine Rettungsschirme für die Werften, wir brauchen eine Zukunft. Wir brauchen eine klare, offene, ehrliche Debatte, wie es mit dem Standort hier weitergehen kann. Auch im Interesse der Beteiligten. Neben den Mitgliedern der Wismarer Bürgerschaft haben wir ebenfalls bei der IHK zu Rostock um eine Einschätzung der aktuellen Situation gebeten. Dieser hat Sven Olsen, Leiter des Geschäftsbereiches Innovation, Umwelt, Verkehr und maritime Wirtschaft, uns via Zoom gegeben. Der drohende Stellenabbau bei MV-Werften wäre ein dramatischer Einschnitt und eine erhebliche Schwächung des Fachkräftepotenzials für unseren Standort. Gerade die Werften verfügen über viele hochqualifizierte Mitarbeiter, die wir in der Region verlieren könnten. Bezogen auf Mecklenburg-Vorpommern wäre durch den Abbau mehr als ein Viertel aller Arbeitsplätze im Schiffbau gefährdet. Die maritime Industrie in MV in den Bereichen Schiff- und Bootsbau sowie maritime Zulieferer und Dienstleister einschließlich der Meeres- und Offshore-Technik sind ein wesentlicher industrieller Kern für das Land. In den knapp 500 Unternehmen erwirtschaften ca. 13.000 Beschäftigte einen Umsatz von rund 2,1 Milliarden Euro. Die maritime Industrie ist somit von außerordentlicher wirtschafts- und beschäftigungspolitischer Bedeutung für Mecklenburg-Vorpommern. Genting Hongkong hatte die MV-Werften 2016 übernommen, um Kreuzfahrtschiffe für den eigenen Bedarf zu bauen. Aufgrund der Corona-Krise brachen die Kreuzfahrten jedoch weltweit weg.
Weil damit eine der wichtigsten Einnahmequellen des Konzerns verloren ging, gerieten auch die Werften in Schieflage und der Bau der Kreuzfahrtschiffe ins Stocken.